We can sing, give me fire, Holy Spirit, give me fire. Sechsmal wollen wir jetzt singen, gib mir Feuer, Heiliger Geist, gib mir Feuer. Can praise hallelujah. Wir preisen ihn jetzt, den Herrn jetzt mit Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Please be seated. Nehmt bitte Platz. Can pray Jesus. I believe in you, I trust in you. Wir beten jetzt, Jesus, ich glaube an dich, ich vertraue auf dich. Jesus, Son of Living God, have mercy on me. Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, hab Erbarmen mit mir. Jesus, I give my past life in the mercy of God. Jesus, ich lege mein vergangenes Leben in die Barmherzigkeit Gottes. Jesus, I give my present life in the love of God. Mein gegenwärtiges Leben lege ich in die Liebe Gottes. Jesus, I gave my future life in the providence of God. Und mein zukünftiges Leben lege ich in deine Vorsehung. Jesus, by your powerful name, make me free. Jesus, durch die Kraft deines Namens, mach mich frei. Jesus, make free my soul, mind and body. Jesus, befreie meine Seele, meinen Geist und meinen Leib. Jesus, by your precious blood, wash my soul. Jesus, durch dein kostbares Blut, wasche meine Seele. Jesus, by your precious blood, wash my mind. Jesus, durch dein kostbares Blut, wasche meinen Geist. Jesus, by your precious blood, wash my thinking. Jesus, durch dein kostbares Blut, wasche mein Denken. Jesus, by your precious blood, wash my emotion. Jesus, durch dein kostbares Blut, wasche meine Gefühle. Jesus, durch dein kostbares Blut, wasche meine Gefühle.
Jesus, by your precious blood wash my heart. Jesus, durch dein kostbares Blut wasche mein Herz. Jesus, by your precious blood wash my body. Jesus, durch dein kostbares Blut wasche meinen Leib. Jesus, by your precious blood wash my family. Jesus, durch dein kostbares Blut wasche meine Familie. Holy Spirit, come to me and come to my family. Heiliger Geist, komm zu mir und zu meiner Familie. Holy Spirit, bring divine fire in me and my family. Heiliger Geist, bring dein göttliches Feuer zu mir und zu meiner Familie. Holy Spirit, bring joy in me and my family. Heiliger Geist, bring Freude zu mir und zu meiner Familie. Holy Spirit, bring love in me and my family. Heiliger Geist, bring Liebe zu mir und zu meiner Familie. Holy Spirit, bring hope in me and my family. Heiliger Geist, bring Hoffnung zu mir und zu meiner Familie. Mother Mary, pray for us. Mutter Gottes, bitte für uns. Saint Joseph, pray for us. Heiliger Josef, bitte für uns. All Apostles and Saints, pray for us. Alle Apostel und Heiligen, bittet für uns. Saint Teresa from Lisieux, pray for us. Kleine Therese von Lisieux, bitte für uns. You can come forward. I would like to bless everybody with the relics of little Teresa from Lisieux. Ich lade euch jetzt ein, nach vorne zu kommen, und ich möchte euch segnen mit der Reliquie der kleinen Therese von Lisieux. Thank you.
Gospel according to Matthew, chapter 2, verse 1 to 12. Aus dem Matthäus-Evangelium, zweites Kapitel, Vers 1 bis 12. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und die Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht es bei den Propheten. Du, Bethlehem, im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten war, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land. One moment of silence, we can pray. Jesus, speak to me personally. In einem Augenblick der Stille können wir Jesus bitten, dass er ganz persönlich zu uns spricht. We can pray while listening the word of God, Holy Spirit, come to everybody. Und wir können beten, dass der Heilige Geist auf jeden herabkommt, während wir das Wort Gottes hören. Mother Mary and Saint Joseph, pray for us. Heilige Mutter Gottes und Heiliger Josef, bittet für uns. Little Teresa from Lisieux, pray for us. Kleine Therese von Lisieux, bitte für uns. And one moment, please pray for me as well as Sakia too. Und einen Moment bitte betet auch für mich und auch für die Übersetzung. So, dear loving brothers and sisters, we are very nearly approaching to Christmas. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir sind schon sehr nahe an das Weihnachtsfest herangekommen. And today's gospel, three kings come to Bethlehem and adoring Jesus. It is a very nice picture for our spiritual journey. Und heute haben wir das Evangelium gehört, wie diese drei Könige kommen und wie sie Jesus anbeten. Und das ist ein sehr schönes Bild für unser geistliches Leben. So we have a physical journey and spiritual journey. Also wir haben einen körperlichen Weg zurückzulegen und einen geistigen Weg. We go to Cologne, we go to Frankfurt, we go to supermarket. This is a physical journey. Der körperliche Weg ist zum Beispiel, dass wir nach Köln fahren, nach Frankfurt oder zum Supermarkt zum Einkaufen. But a spiritual journey, there is an inner journey. Aber der geistliche Weg, den wir zurücklegen, ist ein innerer Weg. And this inner journey is very, very important. Und dieser innere Weg, der ist sehr wichtig. And this inner journey is highlighting our physical journey. Und dieser innere Weg, den wir zurücklegen, der bestimmt auch unseren körperlichen Weg. So three kings, they came far away to Bethlehem and see Jesus. Also wir haben gehört, dass die drei Könige von weit her gekommen sind, nach Bethlehem gingen, um Jesus zu sehen. It is very nice people from different place come here for adoration. Es ist so schön zu sehen, wie Menschen aus verschiedenen Orten
hierher kommen zur eucharistischen Anbetung. Sometimes the people come 200 kilometers far away for adoration center. Manchmal kommen die Menschen und fahren 200 Meter, um hierher zu kommen zur Anbetung. Not meter, kilometer, ja? Yes, kilometer. Yes. So, it is a very nice picture to come more closer to Jesus. Also, es ist ein sehr schönes Bild, um näher zu Jesus zu kommen. So, before coming to Bethlehem, these three kings, they were learning about Jesus, they were learning about the star, they're learning about the scripture. Bevor diese drei Könige nach Bethlehem kamen, haben sie über Jesus nachgeforscht und gelernt. Sie haben über den Stern nachgeforscht und gelernt und über die Schriften. And they are waiting for the star to bring them to Bethlehem. Und dann warten sie auf den Stern, dass er ihnen den Weg nach Bethlehem zeigt. So it is so wonderful. We love the word of God very much. Es ist so wunderbar, wenn wir eine große Liebe zum Wort Gottes haben. So when we learning the scripture, we are learning about Jesus. Wenn wir die Schriften lernen, dann lernen wir auch sofort über Jesus. And this word of God will go very deep in our heart. Und dieses Wort Gottes wird dann tief in unsere Herzen eindringen. And very strong in our life. Und es wird unser Leben stärken. And the healing making a cleansing our heart, our mind. Und wenn dann Heilungen geschehen, dann bringen sie unser Herz zum Leuchten und unseren Geist. One time when I was in Poland, one mother and her daughter came for a retreat. She was sitting in the wheelchair. Und einmal, als ich in Polen war, kam eine Mutter mit ihrer Tochter und die Tochter saß im Rollstuhl. And they came and told, to my mother told me, this is my daughter. She has a very serious cancer. Doctor told her life only 3 months. Und dann sagte die Mutter, das ist meine Tochter. Sie hat einen sehr ernsthaften Krebs und die Ärzte haben ihr gesagt, sie hat nur noch eine Lebenserwartung von 3 Monaten. She told me every day I am ticking in the diary because my time is going to end. Und die junge Frau selber sagte, ich schreibe jeden Tag in mein Tagebuch, weil ich weiß, bald ist meine Zeit zu Ende. So I told, I want to give her some Bible word. I opened the Bible, I gave her some Bible word for her. Und ich sagte ihr, ich möchte dir einige Worte aus der Heiligen Schrift geben. Und so öffnete ich meine Bibel. She told me I cannot write. Her mother was writing the Bible quotation. Und sie konnte nicht mehr schreiben und die Mutter hat dann diese Stellen aufgeschrieben. I told them every day read and pray with this word of God. Und ich sagte ihr, lese dieses Wort Gottes jeden Tag und bete damit. Then after 1 year I came to Poland, she and her mother came to me. She told me she's absolutely healed from the cancer. Und dann ein Jahr später, als ich wieder in Polen kam, kam die Mutter mit ihrer Tochter und sie sagten mir, dass sie vollständig geheilt sei vom Krebs. Then after 5 years she came to Netherlands and gave a testimony too. Und nach 5 Jahren ist sie dann zu den Niederlanden gekommen und hat da Zeugnis gegeben. So very wonderful healing power for the word of God. Also durch das im Wort Gottes ist eine große Heilungskraft. Also give a cleansing our body, mind and our heart. Und das Wort Gottes reinigt unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele. So 3 kings were learning the scripture and about Jesus. Also diese 3 Könige, sie haben die Schriften studiert und über Jesus gelernt. And when they saw the star, and they start coming from east to west. Und als sie den Stern gesehen haben, sind sie losgezogen von Osten nach Westen. Now Thomas Paul, his wife, and we are in the west. Und jetzt sind auch Thomas Paul und seine Frau und ich, wir sind auch im Westen. But because we born in the east. Aber wir sind im Osten geboren. But we are not a king. Aber wir sind keine Könige. But we put the light of the world. Aber wir tragen das Licht der Welt. Praise the Lord. Preist den Herrn. So they saw the star and they follow the star. Also sie haben den Stern gesehen und sind dem Stern gefolgt. Hallelujah. Hallelujah. You know, this is something very in the sky. There is a star. And they follow, they trust, and they believe what they are learning is right. Und stellt euch das vor, die sehen diesen Stern und sie vertrauen diesem Stern und sie glauben das, was sie gelernt haben, dass das
dass das wahr ist. And they're following. Und dann gehen sie dem Stern nach und gehen ihm nach und gehen ihm nach. Of course, during the journey, they could face many, many difficulties. Natürlich waren sie auf der Reise mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. But they follow because this star is leading to Bethlehem. Aber sie sind dem Stern gefolgt, weil der Stern sie direkt nach Bethlehem führte. Even though they were physically tired, but they have a wonderful hope. Obwohl sie vielleicht körperlich müde waren, hatten sie diese wunderbare Hoffnung. Bible telling, when you trust the Lord, your strength will be renewed, you will fly like an eagle. Die Heilige Schrift sagt, wenn du auf dem Herrn vertraust, dann werden deine Kräfte erneuert und du bekommst Flügel wie ein Adler. When you trust the Lord, wenn du dem Herrn vertraust, your strength will be renewed. Deine Kräfte werden erneuert. Halleluja. Halleluja. Sometimes when after the program tired, I keep some silence and adoration. Again, I feel enthusiasm, power to go forward. Mir geht es auch so, wenn ich nach einem Programm erschöpft und müde bin, dann gehe ich in die Stille und ich verbringe eine Zeit vor der Eucharistie und dann merke ich, wie die Begeisterung zurückkommt, wie ich Kraft bekomme. Isaiah chapter 30, verse 15. Jesaja 30. Kapitel 13? Chapter 30. 30, Vers 15. Come, quietly trust in me. Kommt in Ruhe, vertraut mir. And you will be strong and secure. Und du wirst stark werden und in Sicherheit. So everybody wish very strong and secure. Jeder von uns möchte stark sein und sich sicher fühlen. 2 point. Come, quietly trust in me. Komm und vertraue auf mich in der Stille. And the silence, peace, and quietly trust in me. Und sei in der Stille und vertraue auf mich. One time, one Netherlands man, he's a businessman, he came to me. Einmal war ein Geschäftsmann in den Niederlanden, der kam zu mir. He told me, Father, I have so much work, I am totally burned out, I have no power. Und er sagte zu mir, ich habe so viel Arbeit, ich bin völlig ausgebrannt, ich habe keine Kraft mehr. I told him, come, adoration please, and sit with Jesus. Und ich lud ihn ein und sag, komm hier zur Anbetung und sitz hier mit Jesus. So during the break time, he come for adoration chapel. Und während er eine Pause hatte, kam er zur Anbetungskapelle. And he told me, oh, it is so nice for me, I feel very much better. Und er sagte, oh, das ist wunderbar für mich, ich fühle mich schon viel besser. Then he told me, Father, I have so much angry with my parents. Und dann sagte er mir weiterhin, ich habe so eine Wut auf meine Eltern. Because I don't know who is my father and mother. Weil ich kenne meinen richtigen Vater und meine richtige Mutter nicht. I told them, come to Jesus and adore. Und ich sagte zu ihnen, kommt zu Jesus und betet an. After 2 weeks he told me, my anger has gone. Und nach 2 Wochen sagte er mir wiederum, meine Wut ist weg. And he said, I like to see my parents, what I have to do. Ich möchte jetzt meine Eltern gerne sehen, was muss ich dafür tun? I told them, come for adoration. Ich sagte zu ihm, komm zur Anbetung. And after 1 month he met his parents with great reconciliation. Und nach einem Monat hat er tatsächlich seine Eltern getroffen und es hat eine große Versöhnung stattgefunden. And one time in accident his daughter died. He telling me I was always missing my daughter. I am very sorry what I have to do. Und dann sagt er mir weiterhin, meine Tochter ist einmal während eines Unfalls gestorben und ich vermisse sie so sehr, was soll ich tun? I told them, come to adoration and pray with Jesus. Und ich sagte, komm zur Anbetung und bete bei Jesus. And one day he had a dream. The daughter told her, Papa, don't be worried. One day you also come here with me. Und dann eines Tages hatte er einen Traum und im Traum sah er seine Tochter und sie sprach zu ihm, Papa, mach dir keine Sorgen. Einmal wirst du auch hierher kommen, wo ich bin. Das all the problem what he told, I told, come and adore him. Bei allen Problemen, die mir dieser Mann gesagt hat, habe ich immer gesagt, komm zur Anbetung. And it made an incredible effect. Und es war eine unbeschreibliche Wirkung.
Come and adore him. Kommt und betet ihn an. And these three kings speaking to everybody, come and adore him. Und diese drei Könige haben es allen gesagt, kommt und betet ihn an. I heard that in Cologne Basilica in the Relic of Three Kings, yeah. Ich habe das gehört über die in über Köln, da ist dieser Schrein mit den Reliquien der heiligen drei Könige. Praise the Lord. Preist den Herrn. So come and adore him. Kommt und betet ihn an. This is very nice point. Das ist ein sehr schöner Punkt. Some years before there was a World Youth Day in Cologne, it was the theme come and adore him. Und vor einigen Jahren war der Weltjugendtag in Köln und er hatte auch eben dieses Thema kommt ihn anbeten. So in the star were leading them. Und der Stern hat ihnen den Weg gezeigt. So they met Herodos because in the one king from come other country they have there is a point of meeting. Eh? Und dann hatten sie den Stern aus den Augen verloren und sie trafen Herodes, diesen anderen König. And Herodes was very troubled. Oh, he was saying, I want also see him like that, but he's very much playing. Eh? Und Herodes war sehr in Schwierigkeiten, als er das hörte. Und er hat damit gespielt und hat gesagt, wenn ihr sagt mir, wo er geboren ist, damit ich auch hingehe, um ihn anzubeten. And this is the time star disappeared. Und genau zu dieser Zeit verschwand der Stern. So one day he was thinking and reflecting, you see, when we speak in negative thing, bad thing, you know, in the star will be disappeared. Also, und ich habe darüber nachgedacht und mir ist bewusst geworden, wenn wir schlechte Sachen reden, wenn wir negativ reden, dann verschwindet dieser Stern. Wir sehen ihn nicht so mehr. So God very much wish we praising, thankfulness, speak something good. Gott wünscht so sehr, dass wir dankbar sind, dass wir ihn loben und preisen und dass wir Gutes sagen. After finishing speaking to Herodos, again star appeared. Und nachdem sie mit Herodes gesprochen hatten, erschien ihnen der Stern wieder. And they become so happy again. Und da wurden sie wieder von Freude erfüllt. And they reached Bethlehem. Sie kamen nach Bethlehem. And they gave all the gift and great thing. Und sie gaben alle ihre Geschenke und alle großen Dinge. Something very great. Maybe they reach Bethlehem, they can say, Jesus, you know, we came far away, give something for me. Die drei Könige hätten ja auch zu Jesus sagen können, weißt du, wir sind von ganz weit her gekommen, kannst du uns nicht etwas geben? But they are giving. Aber sie geben. Halleluja. Halleluja. So in our spiritual life, from the beginning, what I get from God, what I get from God. Und in unserem geistlichen Leben vom Anfang an haben wir auch manchmal diese Gedanken, was bekomme ich von Gott, was bekomme ich? But there is a second level. Aber es gibt diese zweite Ebene. In the aeroplane, not go immediately in the high, slowly, slowly and high. Und so wie beim Flugzeug, das startet auch nicht sofort steil nach oben, sondern langsam von einer Ebene zur anderen. So in the second level, what I can give it to Jesus. Und die zweite Ebene ist eben, dass wir uns fragen, was kann ich Jesus schenken? Halleluja. Halleluja. So my life, my time, my energy, my charisma, everything, what I can do for Jesus. Was kann ich für Jesus tun? Ich kann ihm mein Leben schenken, meine Zeit, mein Charisma, meine guten Werke. Apostle Paul is a very wonderful example. Und der heilige Apostel Paulus ist dafür ein wunderbares Beispiel. Christ spread everywhere like a sweet smell. Er sagt, Christus soll überall verbreitet werden wie ein wunderbarer Duft. So what I can do for the kingdom of God? Also was kann ich tun für das Reich Gottes? And they were totally satisfied in that journey. Und diese Könige waren auf ihrer Reise völlig zufrieden. And they prayed, they adored, and they returned into another way. Und sie waren zufrieden und hatten angebetet, waren voller Freude und kehrten auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. This is the point, when I come to Jesus, I have a new way. Und das ist auch ein entscheidender Punkt. Wenn ich zu Jesus komme und dann weitergehe, gehe ich auf einem neuen Weg. Jesus said, I am the way.
Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. I am the truth. Ich bin die Wahrheit. I am the life. Ich bin das Leben. Actually, these three kings, their journey, their adoration, and their return to other journey, it is a very beautiful picture of the Eucharistic adoration. Und das, was wir bei den drei Königen gesehen haben, dass sie gekommen sind, den Weg dorthin, ihre Anbetung und wie sie dann zurückgekehrt sind, das ist ein wunderbares Bild für die eucharistische Anbetung. Maybe you are coming from far away, you think, oh, you three kings, they came very much far away than me. Und wenn ihr zur Anbetung kommt von weit her, dann könnt ihr denken, ja, diese drei Könige, die sind noch viel weiter gelaufen als ich. Halleluja. Halleluja. When I was starting the Adoration Center in Poland, als ich in Polen mein Anbetungszentrum begonnen habe, and I wish when the inauguration day itself, day and night adoration. Und ich hatte den Wunsch, dass von Anfang an dort Tag und Nacht eucharistische Anbetung sein sollte. So in the bishop asked me, Father, you believe people come always? Und dann fragte mich der Bischof und sagte, glaubst du denn wirklich, dass Tag und Nacht Leute kommen werden? I said, they will come. Ich sagte, ja, sie werden kommen. But one time I was adoring, I feel, oh, what idea I give day and night adoration, if people is not coming, this is not a good picture. Und einmal war ich dann selbst in der Anbetung und dann kamen mir diese Gedanken, oh, wenn es jetzt nicht klappt, dass Tag und Nacht Leute zur Anbetung kommen, was gebe ich da für ein Bild? I prayed, Jesus, give an idea, I will tell the people. Und ich sagte, Jesus, gib mir eine Idee, die ich dann den Leuten sagen kann. Then I have inspiration, you find a 31 leaders, and each leaders, you say, you are the leader, you find a group, and one day, one group is responsible for the night adoration. Und dann hatte ich diesen Eindruck, dass ich 31 Gruppenführer finden sollte, die eine Gruppe bilden, die sich Leute suchen, die ihre Gruppe sind. Und an jedem Tag des Monats ist eine Gruppe für die Nachtanbetung zuständig. So we announced by internet, we need a leaders, 31 leaders, more than 31 people came. Und wir haben das durchs Internet bekannt gemacht und mehr als 31 Leute sind gekommen und haben sich gemeldet. And in the starting day itself, it is rotating very nicely. Und vom Anfangspunkt an ist es wunderbar gelaufen. Halleluja. Halleluja. So the three kings, very symbolic, go forward. Also diese drei Könige sind ein wunderbares Symbol dafür, dass wir vorangehen sollen, dass wir weitergehen sollen. So we have a destination. Bethlehem is the destination. Bethlehem means the bread of life. Wir haben dieses Ziel, Bethlehem, und Bethlehem heißt Brot des Lebens. And God's word is so wonderful. Bible word is like a star. Und das Wort Gottes ist so wunderbar. Jedes Wort Gottes ist wie ein Stern. Because there is a fire, there is a flame in the word of God. Weil in dem Wort Gottes ist ein Feuer, eine Flamme. For example, if you love God, God will make everything beautiful for you. Zum Beispiel, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Seek the kingdom of God, he will provide everything. Such zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben werden. I will be with you, end of the world. Ich bin mit euch bis ans Ende der Welt. If God is with me, who can be against me? Wenn Gott mit mir ist, wer kann dann gegen mich sein? So, Bible word is like a star to bring and to go forward. Und das Wort der Heiligen Schrift ist wie ein Stern, der uns gebracht wird und der uns vorwärts bringt. So our difficulties, problem, we put, like Apostle Paul said, for the betterment of the gospel. Und wir machen das so wie der Apostel Paulus und wir nehmen alle Schwierigkeiten und Probleme auf uns für das Reich Gottes. Halleluja. Halleluja. So, this Christmas time, what I can do? Also, was kann ich jetzt in dieser bevorstehenden Weihnachtszeit tun? Few years before I was reading one article, this is very nice reflection for me personally. Und vor einigen Jahren habe ich einen Artikel gelesen und der war sehr fruchtbar für meine persönliche Betrachtung. There is a Christmas celebration, one school, in the children have a part to play for the drama about Christmas.
Und da war eine Weihnachtsfeier in einer Schule und die Kinder hatten etwas vom Weihnachtsspiel vorzuspielen. One girl got a chance to play like a Mother Mary. Und ein Mädchen hatte die Möglichkeit, die Mutter Gottes zu spielen. And one boy got a chance to play like a Heiliger Joseph. Und ein Junge hatte die Möglichkeit, den Heiligen Josef zu spielen. And one boy got a chance to be an innkeeper. Innkeeper means when Joseph and Mary come, so, asking the place. Und einer war der Herberge wohnt. And this boy is very special. Und dieser Junge, dieser Herbergsbesitzer, war and er war in sehr the speziell. School he is not studying good. Er ist in der Schule nicht gut. And he already failed the examination. Er ist oft schon hat schlechte Noten. And he is bigger than other boys. Er ist auch größer und kräftiger als die anderen Jungs. And this boy told the teacher, I don't like to play because I forget the conversation. Und dann sagte er zum Lehrer, ich möchte das doch nicht so gerne spielen, weil ich weiß dann nicht mehr, ich vergesse das, was ich sagen muss. Teacher said, you know, only one word, when Joseph and Mary come, they asking the place, please stay, there is no place you can go. Und dann sagte der Lehrer, das ist nicht schwer, du brauchst nur diesen einen Satz sagen, wenn Maria und Josef kommen, es ist kein Platz hier, geht weiter. In the day of the Dharma came, und dann kam der Tag, wo dieses Spiel children, vorgespielt wurde. Parents, guests came. Es waren viele Gäste gekommen. In the first scene is the inn and Joseph and Mary coming. Und dann kam die erste Szene, wo Maria und Josef nach Bethlehem and kamen. This boy is standing in front of the place. Und dieser Junge stand vor seiner Herberge. Joseph said, this is my wife Mary, she is pregnant, no place, can you be a little place? Und dann sagte Josef, das ist meine Frau, sie ist schwanger, kannst du nicht einen Platz für uns geben? Immediately the boy said, no place you can go. Und sofort sagte der Junge, kein Platz ist da, geht weiter. And Joseph and Mary is going. Und Josef und Maria gingen weiter. And this boy looking very sad. Und dieser Junge sah auf einmal sehr traurig aus. And he called, please come. Und dann rief er hinter ihnen her und sagt, komm zurück. And he said, I will give you my room for you. Und er sagte, ich werde euch mein eigenes Zimmer geben. The totally in the message becomes so different and wonderful. Und so wurde diese Botschaft dieses Krippenspiels so verändert, aber so wunderbar. I will give my room for you. Ich werde mein Zimmer für euch geben. Praise the Lord. Preist this is a message in the Christmas. Jesus come to stay in my heart. I will give my heart for you. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus kommt in unser Herz und wir sagen, Jesus, ich gebe mein Herz für dich. And we preparing in the place. Und wir bereiten den Platz für Jesus vor. And when we are the children in the parents, daughters, prayer, rosary prayer or a little prayer, and this is the cloth for Jesus. Und die Eltern haben uns gelernt, wenn wir Rosenkranz beten, dann ist das sozusagen, dass wir Jesus damit bekleiden. Halleluja. And some prayer, this is the pillow for Jesus. Und ein anderes Gebet, das ist dann der Hut für Jesus. And even though in the parents teach us little thing, but I feel now this is a great thing. Und wenn uns die Eltern so kleine Dinge beigebracht haben, ich habe jetzt den Eindruck, das sind wirklich große Dinge. Halleluja. Halleluja. We can stand up. Wir können aufstehen. Halleluja, 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 Halleluja. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We adore you, Jesus. Halleluja, 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 Halleluja. Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. Now a few minutes for adoration, 7 o'clock Holy Mass. Jetzt haben wir noch einige Minuten Zeit für die Anbetung und